Was in dieser Folge geschehen wird. Ey! Ich höre, das war so ein Leck gerade. Digga, hier kann ich ein paar Fische gammeln. Beziehungsweise sammeln. Ein paar Fische gammeln, das war so wieder komplett. Das sneaken wir uns ran. Ja, aber Leute, herzlich willkommen, Freunde, zu einer weiteren leckeren Folge. Heute sind wir ganz lecker Schmecker in Solo unterwegs. Richtig geile Kills gemacht. Richtig nice Runde, wirklich. Jeder Kill. Schockgesell, sein Onkel. Leute, ihr dürft natürlich nicht vergessen, beim Itemshop, ne, der Creator-Code wird immer zurückgesetzt, ne. Zum Beispiel, hier ist keiner drin. Da muss man natürlich hier Unterstützer einen Creator gehen und erstmal Instant Red Samar eingeben. Ganz wichtig, Freunde. Wenn man das nicht macht, man sagt, Aim wird schlechter, wenn man das nicht macht. Ganz wichtig, Freunde. Hier sind erstmal drei Ehrenleute, die den Creator-Code Red Samar benutzt haben. Jeder von euch kann natürlich auch in dem Video dabei sein. Ihr müsst einfach nur, ja, den Creator-Code benutzen und einfach mein Instagram markieren. Einfach Red Samar mit drei A's am Ende. Das Instagram-Account ist auch unten in der Beschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, Mäuschenmeier, let's go, das sehe ich jetzt. Slurpy Swamp, die hässlichste Stadt in ganz Fortnite. Aber trotzdem eine gute Stadt, man kann hier viele Kills machen. Ich habe mein Headset lauter. Lauteste Stufe aktiviert. Ich bin ready, Freunde. First round of the day. Wo sollen wir hin? Da liegt eine Pump, Digga. Du Dreckiger. Ah! Warum veräme ich so? Wow! ApoRED! Man kannte ihn nie anders. Man hat ihn wirklich nie anders gekannt. Das war ein sehr unerwarteter Start. Digga, der eine Typ macht mir da ein bisschen ernst, Digga. Schön Auge auf. Schön Auge aufhalten, Digga. Okay. Aua! Ey! Ich höre, das war so ein Leck gerade, Digga. Oh mein Gott! Was für ein Headshot. Warte, wir hören noch mehr Leute. Er ist unten. Scheiße, unten und oben, Digga. Freeze. Digga, das war gerade ein bisschen schlecht von mir. Die Idee ist ja komplette. Was für wichtige Shots, Digga. Das ist ja unglaublich, was hier wieder passiert. Unglaublich. Ihr denkt auch, ich bin gerade komplett behindert, aber das war schon mächtig, Digga. Das waren schon mächtige Shots, da kann man sagen, was man will. Das waren echt heftige Shots gerade. Okay. Da wollen wir noch mal kurz hier abchecken, ne? Zack. Und weißt du was? Bitte schön, Digga. Ein bisschen Leben gecatcht. Und dann geben wir so ein bisschen mehr. Digga, es sieht so aus, als wäre gar keiner gewesen gefühlt. Weil die Sniper nehmen wir auf jeden Fall mit, Digga. Ganz wichtig. Hier noch ein bisschen Leben. Okay. Hier ist auch noch alles ruhig. Warte, höre ich jemanden? Nee, alles cool. Digga, ist so gut, wenn man die Gegner gut hören kann, ne? Digga, vorher noch so mit so richtig Broke-Headset. Man hat Steps gar nicht gehört. Ah, was ist denn hier drin? Ah, manchmal ist hier ein Biggie drin, kennt ihr? Aber ich hab. Hey, ich hab 200 Leben, stimmt. Oh, Gegner! Lol, das war einfach ein Bot, Digga. Hat mir so Angst gemacht, Digga. Der kam einfach aus dem Nichts. Gegner. Hier. Warte. Scheiße. Der will mich doch pranken, oder wie? Okay. Ja! Joe the Ho! Endlich eine geile Pub, Digga. Man sagt Only Blue Challenge, wenn es hier so weitergeht. Soll ich mein Biggie weglegen? Ich sag mein Biggie weglegen. Soll ich mein Medkit weglegen für die Biggies? Ja, habe ich ja schon gemacht, Digga. Kritischer Hase, Freunde. Aber wir klären das, liebe Friends. Okay, Freunde, ich werde aber erstmal schön meine Pump ready machen, Freunde. Die muss schon sein. Oh, am liebsten noch die P90, aber. Ah, Digga. Ah, leider kein Space und Place, Freunde. Was ist das für ein komischer Sound hier, by the way? So voll.
Ist richtig eklig. Auf jeden Fall zwei Biggies, Freunde. Zone sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Ich nehme noch ein bisschen Metz mit, Digga. So viel habe ich nicht mehr. Das heißt, für den nächsten Gegner, da muss man auf jeden Fall ein bisschen vorsichtig am Start sein. Aber guck mal, das ist so ein Ding. Ich hatte gerade vier Waffen am Start, ne? Also vier blaue. Ich hatte die Wahl, eine Waffe lila zu machen. Und da muss ich mich halt einfach für die Pump entscheiden, so, ne? Ich weiß nicht warum, Freunde. Ich finde diese Pump in lila, boah, ganz anders, ne? Also zwischen Scar und M4, Digga. Digga, ganz ehrlich, kein Riesenunterschied. Bin ich ganz ehrlich. Blaue Pump und lila Pump, man sagt verschiedene Welten, Digga. Verschiedene Welten treffen aufeinander. Ja, aber an sich P90 auch richtig stark. Nur so richtig dick zum Sprayen und so, aber. Digga, weiß auch nicht. Soll ich das Ding jetzt mitnehmen? Harpune Matata. So, ich würde dann einfach so Richtung Weeping Woods hier gehen und vielleicht noch so ein bisschen Fischis holen. Ich habe jetzt komplett meine MP liegen lassen. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen, Digga. Der da schon irgendwie, Freunde. Ich kläre das schon. So ein bisschen auf Boxfight angelehnt. Bei diesen Boxfights hat man ja auch immer keine MP. Hier kann ich ein paar Fische gammeln. Beziehungsweise sammeln. Ein paar Fische gammeln. Das war's auch wieder komplett. Schön weit und breit gucken, ob hier noch Gegner sind, Digga. Dann wollen wir noch mal. Oh! Digga! Das. Der wollte mich verarschen. Dein Ernst, Digga? Ah, Scheiße. Boxfight angelehnt. So, dreckiger, Digga. Hast vergessen, wer ich bin? Apo, RED, der komplette, Digga. Ein Slurpfisch, Digga, ich glaube, den baller ich mir jetzt rein, Digga. Ohne Witz. Ich glaube, den pfeffer ich mir rein, Digga. Zwei Biggies oder ein Slurpfisch. Hart auf hart. Ich gucke erstmal nochmal hier, was hier ist. Bevor wir ganz unvorsichtig nochmal unseren Slurpfisch fetzen. Nicht, dass hier nochmal einer drin ist. Oh! Okay. Jetzt haben wir aber ein großes Problem, Freunde. Biggie und Slurpfische. Da bist du nämlich beides. Warte, ich nehme beides einfach mit, Digga. Ganz ehrlich. Ich baller mir einen Biggie noch rein. Oh, ich will nicht gesniped werden. Ich will nicht gesniped werden. Ich habe so gut gespielt diese Runde. Unsere Waffen werden immer besser, Freunde. Die Waffen werden wirklich immer besser. Jetzt haben wir nochmal zwei Slurpfische und zwei Biggies, Digga. Wenn das mal nicht geil ist, Digga, dann heiße ich echt Franz Dietrich. Da wollen wir nochmal hier abchecken, ne? Da könnte auch eigentlich einer sein, oder? Das sieht so ein bisschen auffällig aus, Digga. Ja! Da ist jemand! Aha! Das sneaken wir uns ran, Freunde. Das sneaken wir uns ran. Apo, RED! Digga, unsere Waffen werden immer besser! LOL! Okay, warte. Wie viele Minis hat er? 6. Digga, ich kann leider die Minis nicht mitnehmen. Ich muss leider die Biggie hier liegen lassen. Ich muss leider liegen lassen, Freunde. Was soll ich machen? Da sind mir gerade ein bisschen die Hände gebunden. Ja, sieht gut aus, Digga. Gefällt mir. Ich glaube, die Seite habe ich komplett abgesaved. Ah, scheiße, Mann, der Biggie. Der ist leider weg, Digga. Aber, Digga, ganz ehrlich, ein Biggie oder zwei Slurpfisch. Und Minis braucht man auch. So, wisst ihr, was ich meine? Wenn man gerade im Fight ist, Biggie trinken ist nicht so angenehm. So, Waffen sind auf jeden Fall komplett heftig geupgradet worden. Wir checken, ob hier noch irgendwelche Hasen sind. Aber ich glaube, hier in der Gegend, Digga, ist alles ruhig. Und sonst wären die schon längst gekommen. Checken wir schon, Freunde. Checken wir ab. Vielleicht hören wir ja welche. Ich glaube, wir sind in Richtung Salty und Sweaty. Das ist auf jeden Fall safe, meine Prediction. Dann wollen wir doch mal. Digga, wenn so den Headgirl. Digga, eine Sniper ist so wichtig, ne? Komm, hätte ich jetzt keine Sniper gehabt. Wie sollte ich den Typen in diesem Moment töten? So hätte ich gar nicht machen können. Es geht halt wirklich nur mit einer dicken Sniper rein, schönen dicker Headshot. Dann hat sich der Hase. Jetzt muss man aber echt vorsichtig sein. Da vorne wurde auch dick gebaut. Und da links wurde dick gebaut, habe ich gesehen. Ja, wo sollen wir hin? Ich glaube, da vorne ist eigentlich schon safer, wenn man halt so auf Kills hinaus ist. Ich werde ein bisschen sogar Boot nehmen und direkt da voran pushen, aber ich will diesen Vorteil, diesen sneaky Vorteil von mir nicht verballern. Wisst ihr, was ich meine? Die Leute sehen mich noch nicht. Digga, von wo wird er angeschossen? Scheiße, Digga, wie knapp. Oh mein Gott. Nein, Digga! Das ist so knapp! Lol. Wo ist er hin? Hä? Er macht Knacksdinger! Digga, heftig, ne? Der hat sich von der Zone rausgekämpft und hat den Typen besiegt. Respekt. Respekt, Digga. Digga, wie lange bist du noch außerhalb der Zone chillen? Digga, ich schwör, der ist krank. Heftiger Typ, Digga, GG. Heftiger Typ, wirklich. Schade, dass hier kein Biggie irgendwo liegt. Hätte ich einen Biggie fetzen können, aber egal. Ja, nicht schlecht, Digga. Schade, ich wollte eigentlich beide bekommen. Ich habe alle Snipe-Shots verfehlt, obwohl die so perfekt drauf waren. Er hat sie immer, wo ich geschossen habe, hat er sich um einen Millimeter bewegt, Digga. Deswegen kam der Shot nicht drauf. Das tut todesweh, Digga. Dann sind wahrscheinlich die nächsten Gegner dort, wie es aussieht, ne? Wollen wir mal schön hinsteppen, Digga. Ich muss schon sagen, ist eine sehr geile Runde. Boah, hier wird auf jeden Fall viel gebaut, Digga. Die machen schon ernst hier. Jetzt muss man aber vorsichtig sein, nicht, dass ich gesniped werde.
Digga, da war, oh, das verstehe ich nicht, ne? Da ist man so gut drauf, Digga. Scheiße, Digga. Wir haben uns beide gegenseitig erwischt. Nein, nicht Rocket Launcher. Ich habe Highground Safe verloren, obwohl... Der ist gar nicht auf Highground gegangen, Digga. Oh mein Gott, dieser Shot am Ende. Der war so dreckig, ne? Der war so clean, aber auch dreckig. So, guck mal gerade, ob er noch irgendwas für mich übrig hat, was ich usen kann. Holz sehe ich gerade, fehlt mir. Wo ist dein Holz, Digga? Willst du mir sagen, er hat kein Holz oder was? Ja, so wie es aussieht, müssen wir... Ah, den Rocket Launcher, den spiele ich nicht, Digga. Ich spiele lieber Double Sniper oder so, weißt du, was ich meine? Oh, okay. Dann müssen wir mal die restlichen Gegner... Oh, Digga, von wo kommt der denn jetzt, Digga? Wo macht der seine Rocket Action? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, machst du nicht. Mach nochmal. Oh! Aboy, dieser beste Spieler auf dem Universum! Auf dem kompletten! Oh, Digga, das wär's gewesen, Digga. Ganz knappes Ding. So, Freunde. Geile Runde, Digga. Nicey spicy, Digga. Schön. Freunde, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. War eine richtig geile Runde. Hat mir mega viel Spaß gemacht. Meine Stimme ist ein bisschen kaputt, Digga. Ich hab so viel rumgeschrien. Aber, Digga, der Hype war einfach zu real. Die Runde hat mir einfach so viel Spaß gemacht, Digga. Kann man aber nichts machen. Freunde, checkt auf jeden Fall, wenn ihr noch kein geiles Headset habt, das Nano Gaming Headset ab. Das Headset, seitdem ich das habe, erstmal ist es mega bequem. Es sieht mega schön aus. Die Qualität ist Bombe. Und ich höre die Gegner einfach wirklich viel besser. Ich kann wirklich genau immer hören, wo der Gegner genau ist. Ich kann von der Wand durch immer hören, auf welcher Etage wo genau er ist. Das ist wirklich krass, Freunde. Und das Geile ist, Freunde, mit dem Code RED kriegt ihr doch mal 5 Euro Rabatt. Hier das Headset, Freunde, wie generell auf bei Nano Gaming 5 Euro Rabatt mit dem Code RED. Man muss dann einfach nur zu euch gehen in den Warenkorb, Gutschein einlösen und dann RED-Code eingeben und zack, 5 Euro Rabatt auf Leckerli. Link ist ganz oben in der Beschreibung. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Der allerechte Moistimeier.